Ja, Leute, willkommen zurück bei Silent Hill 2. Und ich hoffe, mit dem Bild stimmt alles. Silent Hill 2 ist echt schwer zum Einstellen des Bildes, muss man sagen. Ich habe da so gewisse Probleme. Denn also mit dem Programm, wo ich aufnehme, sieht das Bild schon arg rötlich aus. Wie ich dann aber bemerkt habe, ist es bei dem Video später nicht ganz so schlimm. Also ich hoffe, die Einstellung ist soweit ganz gut. So, ist auch schon eine Woche her, seit ich gespielt habe. Ja, so schlägt man zu, okay. Was haben wir denn als letztes gemacht? Ich erinnere mich daran, dass wir extrem viel Munition gefunden haben. Das ist natürlich wunderbar. Und wir sind doch hier drüben rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ja, komm schon, hüpf rüber, Junge. Das ist gut. So, wir könnten uns natürlich jetzt die Knarre ausrüsten, das ist klar. Aber ich weiß nicht so recht. Munition ist wertvoll, wir warten damit noch. Genau, ich erinnere mich, hier haben wir den Zettel rausgefischt aus der Toilette und haben diesen Safe geöffnet. Dann ging ich vor die Tür und genau da stand wieder so ein Vieh. Wir müssen uns bereithalten. Ich glaube, es ist auf der linken Seite. Ich hoffe, ich habe recht. Ja, da ist es. Okay. Vorsichtig, komm schon. Komm schon, Spuck. Ja, Spuck. Komm schon. Du kannst es. Na gut, Attacke. Ja. Nochmal, nochmal. Schlag zu, schlag zu. Und jetzt rauf. Nein, nicht in. Nicht in die Türe rein. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch noch mal drauf treten. Ach, verdammt, gut steht dieses Vieh natürlich wieder. Komm schon. Dann hauen wir es gleich noch mal um. Schnell. Jetzt tritt doch drauf. Meine Güte, es fängt ja schon wieder gut an. So, Leute. Blick auf die Karte. Ist keine Karte? Na toll. Na toll. Okay. Da müssen wir uns wohl oder übel systematisch wieder vorkämpfen. Und wir fangen bei dieser Türe an. Kaputt, gut. Kurz die Kamera drehen. Was ist denn hier? Ich kann die Tür nicht öffnen, aber hier, warum ist das so blau? Seltsam. Hier kommen wir auch nicht hinein. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht? Ach Mist, ich hab's gewusst. Vorsichtig. Treppenhaus. Treppenhaus. Was ist das? Ist das eine Karte? Ah, eine Karte. Super, super. Ich habe eine Karte des Apartmenthauses West. Ah, die können wir super gut gebrauchen. Ohne Karte ist man im Spiel aufgeschmissen. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Und gucken uns hier weiter um. Hier können wir nicht rein. Hier können wir anscheinend auch nicht rein. Sie ist abgeschlossen, da hängt ein Zettel an der Tür. Lieber Tim, ich muss etwas erledigen, deshalb gehe ich aus. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Ich bin so bald wie möglich zurück, also pass bitte auf das Haus auf, während ich weg bin. Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Mist, ich sehe viel. Hallo?
ist alles dunkel, naja, ist auch nicht besser. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Ich will nur hier. Nein. Ja, Mist. Mist. Okay, komm her, komm her, komm her. Schlag zu, komm schon. Schlag zu. Schlag zu, hab ich gesagt. Schlag zu. Okay, jetzt schlagen wir zu. Ach Mist, drauftreten. Ja. Ja, in Silent Hill muss man einfach immer auf die Gegner drauftreten. Nervt vielleicht einige Leute, aber es ist so. Hier haben wir eine blaue Tür, da kommen wir bestimmt hinein. Und hier nicht. Ich will da nicht hinein. Hallo? Abgeschlossen, okay. Abgeschlossen. Interessant. Ja, dann müssen wir anscheinend jetzt hier... wo bin ich denn hier gelandet? Da haben wir uns auch noch nicht umgeguckt. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Gut. Ach ja. So, ab ins Treppenhaus. Dann müssen wir in den ersten Stock. Wo sind wir denn gerade? In welchem Stock sind wir? Wie kann man da schon wieder... Ach, zweiter Stock. Gut. Dann geht es einmal nach unten. Mal sehen. Hier ist nichts. Hier kommen wir nicht raus. Was haben wir eigentlich so im Inventar? Auf jeden Fall viel Munition. Schlüssel zum Hof. Können wir den... Nee, den können wir hier nicht verwenden. Okay. Dann gucken wir uns doch hier um. Obwohl mir das gar nicht gefällt, aber naja. Kann ja nicht noch schlimmer kommen. Was ist das? Ach so, diese... Au, diese scheiß kleinen Kakerlakenviecher. Sonst noch was hier? Ich glaube nicht. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Weißen Chrysan? Was ist denn das? Ups, falsche Taste. Fontäne der Jugend. Aha. Was ist denn das? Glasflasche, die ein milchig weißes Salböl enthält. Okay. Und sonst noch was? Man sieht ja toll aus hier. Im Bücherregal ist nichts, das aussieht, als könnte es nützlich sein. Ach, nimm einfach alles mit, was du kriegen kannst. Was haben wir denn hier? Auf dem Tisch ist etwas geschrieben. Drei glänzende Münzen in fünf Löchern kommen zu liegen. An dem einen End der Verführer von ihr lauert, der Wind hinter der Frau hervorspielt und ihr Haar lässt fliegen. Die formlose Null am weitesten liegt von ihr und mich dauert der Alte nicht neben der Schlange sich, sond ist zu linken der Gefangenen, wo es zu liegen kommt. Ja, na toll. Okay, wir wissen, kurz warten, auf dem Tisch gibt es eine Reihe von fünf runden Vertiefungen mit einem Durchmesser von 2 bis 3 Zentimeter. Gut. Das ist eindeutig für die Münzen, ganz klar. Aber da fehlen uns anscheinend noch 2. Hallo? Ah, Speicher. Okay, uns fehlen 2 Münzen. Und dann müssen sie in eine bestimmte Reihe gebracht werden. Und vorläufig habe ich den Text nicht ganz begriffen. So wie sich das gehört. Wir haben doch nur eine Münze, und zwar diesen alten Mann, oder? Ja. Ja, der alte Mann hier, der ist unsere einzige Münze. Na gut, dann gucken wir hier nachher nochmal vorbei wahrscheinlich. Und wir gucken uns weiter um. Vielleicht hier? Oh, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kasten.
Wir sind ja jetzt gar nicht mal schlecht gerüstet. Na toll. Hallo? Mist. Hallo? Ach, verdammt. Okay, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Ich muss... Nein! Ach du, mit der Kekse. Komm schon. Tritt raus, tritt raus. Ah, Mist. Da hat diese scheiß kleinen Kakerlakenviecher. Die kommen ja auch nicht hinein. Ich kann die Tür nicht öffnen. Und hier kommen wir auch nicht hinein. Okay. Okay, wechseln. Los geht's, los geht's. Kurz auf die Karte blicken. Was haben wir noch nicht abgegrast? Okay, hier vorne sind noch 4 Zimmer. Und in diesem hier müsste... Also das hier ist das Treppenhaus. Ah, jetzt... Diese scheiß Kakerlakenviecher. Komm her. Ich weiß gar nicht, ob man die besiegen kann. Jedenfalls sind wir dank der jetzt ziemlich angeschlagen. Ich werfe einfach mal einen Gesundheitstrink ein. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ach Mist. Na toll. Komm her, Schnuckipups. Ja, komm, 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 komm. Ach, das Drecksvieh. Ach Mist, schlag noch mal zu. Mist! Geh doch zu Boden! Diese Viecher nerven. Ich hätte vielleicht die Pistole benutzen sollen, ausnahmsweise. Gut, hier ist zu, hier ist alles zu. Ja, Mist! Hier ist alles zu. Und da ist eine verschlossene Tür. Nun gut, dann gehen wir halt in den dritten Stock. Nee, das können wir nicht kaputt machen. Schade. Aber okay. Gucken wir uns halt oben noch um. Weil hier scheint ja nicht mehr viel zu sein. Wir brauchen diese Münzen. Okay, hier ist der zweite Stock. Und hier ist der dritte. Ja, ist hier überhaupt was? Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Na toll. Okay, okay, okay. Na toll, na toll. Kann man da nicht irgendwie... Müsste man doch irgendwie rauszoomen können. Ach Mist. Nicht rausgehen, ich meinte rauszoomen. Irgendwie geht das nicht. Ach, komm schon. Ich möchte die Karte in einem Überblick haben. Was machen wir denn? Ach. Ach nee, das ist ja verschlossen. Und auf den Hof kommen wir von hier aus auch nicht. Schwierig. Weil hier scheint ja nicht viel zu sein. Ja, im ersten Stock müsste doch der Schlüssel sein. Irgendwo. Und hier ist ja sonst nichts mehr. Und zwar direkt neben dem Treppenhaus. Es müsste doch irgendwo hier sein, aber hier ist nichts. Und zwar weniger als nichts. Ach, ich bin wieder total ratlos, wie immer. Vielleicht haben wir hier was übersehen. Schlüssel oder so vielleicht, bitte? Irgendwo? Könnten wir einfach gebrauchen? Nee, hier ist gar nichts. Vielleicht sollten wir dem alten Mann mal verwenden, nochmal gucken.
An dem einem End der Verführer von ihr lauert. Der Wind hinter der Frau hervorspielet und ihr Haar lässt fliegen. Die formlose Null am weitesten liegt von ihr und mich dauert. Der Alte, nicht neben der Schlange sich sonnt, ist zur Linken der Gefangenen, wo er zu liegen kommt. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir brauchen die anderen zwei Münzen, sonst kann man dieses Rätsel nicht lösen. Kommt man denn hier nicht irgendwie lang irgendwo? Ach! Ach nee, Schloss kaputt, Mist. War nichts. Ach komm schon, irgendwo muss es doch hier weitergehen. Verdammt, das gibt's doch nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Nun gut, Freunde, wo es weitergeht, das werden wir herausfinden in der nächsten Folge von Silent Hill. Euch eine wunderbare Nacht. Bis dann.